open.
häufiger gibt es das Neueste von der Weltklimakonferenz. Charm erregt. Der Schweiz jetzt nämlich vorwärts zu gehen und die Abschlusserklärung steht auf Barbly. Und dann geht es im Info 3 auch noch ums WC. Stellt euch vor, ihr hättet daheim kein eigenes WC. Können wir uns, glaube ich, alle gar nicht wirklich vorstellen. Aber für ein Drittel von der Weltbevölkerung ist das Alltag. Immer noch haben über 3,5 Milliarden Menschen auf der Welt keinen Zugang zu einer Toilette. Das heisst, sie müssen sich irgendwo draussen erleichtern. Und das ist vor allem für Frauen häufig gefährlich, erzählt die Inderin, die in einem Dorf lebt, wo es zwar ein öffentliches WC hat, aber das ist in der Nacht zu.